Das ist mein Einkauf vom 14.11.23. Und damit hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich war, glaube ich, noch nie in meinem ganzen Leben so uninspiriert einkaufen wie gerade eben. Kleiner Disclaimer vorab. Ich ernähre mich nicht komplett ungesund. Ab und zu koche ich auch mal was, wie ihr wisst. Und ich versuche auch ab und zu mal ein bisschen Gemüse und so weiter zu mir zu nehmen. Ja, heute ist aber leider Selbstversorgung angesagt und ich habe keinen Bock, ein großes Menü zu bereiten. Und darum habe ich mir ein paar Fastfood-Produkte gekauft. Insgesamt habe ich 15,28 Euro ausgegeben. Hätte ich nicht gedacht, dass das so viel ist. Im Kopf hatte ich etwa so 10 Euro überschlagen. Und dann habe ich eine halbe Stunde im Edeka verbracht, weil ich nicht wusste, was ich essen soll. Und jetzt schaut mal, was ich mir im Endeffekt eingekauft habe. Hier ist zum einen mal ein bisschen Brot. Ein Meckle Rustikal Baguette. Feine Kräuterfüllung. Dann gibt es hier Hafercrunch von Corny. Die esse ich ganz gerne zum Frühstück. Ich hoffe, man kann das sehen. Schieb's mal ein bisschen rüber. So, damit ich wenigstens überhaupt irgendwas im Bauch habe und dann meistens noch einen Joghurt hinterher oder sowas. Außerdem gibt es von Rougette lecker Ofenkäse. Chili, den will ich heute mal testen. Den gibt es wahrscheinlich zum Abendessen und zwar mit Brot natürlich. Außerdem gibt es dazu einen Landjäger voraussichtlich. Vielleicht auch nicht, das weiß ich noch nicht so genau. Schwarzwaldhof, ein paar Landjäger. Dann mal was Wildes zum Ausprobieren. Das gibt es allerdings auf keinen Fall heute. Ein Shin Cup, ich weiß gar nicht, was das ist. Japanisch auf jeden Fall. Guck mir das mal kurz an. Zubereitung ist klar. Ich kann das gar nicht so gut lesen. Schaut mal selber. Hier ist die deutsche Zutatenliste. Ich versuche es mal ruhig zu halten. Also ich bin sehr gespannt, was das ist und wie es schmeckt. Scharf, würzig auf jeden Fall. Japanischer Fastfood. Das gibt es mal irgendwann so als Zwischenmahlzeit oder so. Also auf keinen Fall heute. Dann ein spezielles Getränk, was ich einfach mal probieren wollte. Just for fun. Die gute Ahoi-Brause in flüssiger Form. Geschmacksrichtung Waldmeister. Da bin ich auch gespannt. Und zu guter Letzt Curry King Curry Cola. Die möchte ich auch mal probieren. Neue Soße, neue Geschmacksrichtung. Soll sehr fruchtig sein. Habe ich bei Ramses dem Dicken auf dem Kanal gesehen. Ja. Von Maika, die gute Curry King. Und dieser Einkauf hier kostet 15,28. Das ist schon heftig. Das sind 30 Euro oder so. 30 Mark, Entschuldigung. Das ist mal eine Ansage. Die Inflation ist ja zurückgegangen. Die Lebensmittelpreise bleiben weiterhin hoch. Also ich staune immer wieder, was man so für Lebensmittel ausgibt und ausgeben muss. Wie gesagt, das hier ist nicht der günstigste Einkauf. Ich war komplett uninspiriert und das ist jetzt meine Ausbeute gewesen. Und damit sind wir auch schon wieder durch. Ein kurzes Video zwischendurch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hinterlasst mir gerne einen konstruktiven Kommentar, Abo oder Like, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich demnächst in einem anderen Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.